Links befand sich das Lager der Männer, rechts das der Frauen. Im Zentrum zwei tiefe Teiche, tief genug, um die Internierten auch in Gruppen zu ertränken. Wovon die Saarbrücker Zeitung 1946 nach langem Schweigen berichtet, es sollte bald wieder in Vergessenheit geraten. Das KZ vor den Toren von Saarbrücken. Auf einem Teil des Geländes steht heute ein Hotel. Es brauchte den massiven Druck von engagierten Bürgern, um wenigstens ein paar Schilder aufzustellen. Jetzt sollen zwei Berliner Architekten dem Saarbrücker Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Nils Ballhausen und Roland Poppensieker wollen dabei auch die unrühmliche Nachkriegsgeschichte ins Visier nehmen. Das mit Schnellstraße und Industriebauten zu betonierte Gewissen, den Hotelschlaf der Gerechten auf den Fundamenten des Frauenlagers. Die Situation, dass auf einem ehemaligen KZ-Gelände ein Hotel steht und dieses auch noch eben sehr aus dem Bewusstsein verdrängt worden ist, setzte natürlich erstmal bei uns einiges in Gang. Grundsteinlegung 1974. Auch die Teiche sind bald wieder da. Und der Oberbürgermeister stolz wie Oskar. Aber man hatte ja auch andere Sorgen 1974. Das Wetter, Gott sei Dank, wieder freundlicher. Der Entwurf der Berliner hat die Initiative Neue Brem überzeugt. In einem Wettbewerb mit 130 weiteren Ideen. Ein radikaler Entwurf, der den Finger in die größte der Saarbrücker Kriegswunden legt. Zum Beispiel mit einer Leuchtschrift an der Hotelfassade, die auf die grausige Nähe von Gastfreundschaft und Geiselhaft auch in der Sprache hinweist.